Hallo Freunde, herzlich willkommen hier auf diesem Video. Ja, dieses Video wird kein sehr erfreuliches werden, aber ich finde, was gesagt werden muss, muss gesagt werden. Ja, es geht um die Sache des Ukraine-Krieges, der Krieg, der schon seit fast einem Jahr, am 24.02. wird es ein ganzes Jahr, wütet. Einen Haufen Zerstörung und Menschenleben fordert. Ja, um diese Sache geht es und eben ich wollte mich da über ein paar Punkte einfach mal dazu äußern, was ich davon halte. Ja, jetzt habe ich mir mal einen schönen Ort gesucht und eben von hier aus wollte ich euch jetzt mal einiges erzählen. Gleich zu Anfang möchte ich mal eins klarstellen. Ich bin kein Sympathisant zu Putin. Überhaupt nicht. Wladimir Putin hat die Ukraine überfallen und hat den Krieg damit begonnen. Jetzt allerdings springende Punkte. Dieser Krieg ist so schnell wie möglich zu beenden. Und dieses schafft man mit Verhandlungen. Und nicht mit Waffenlieferungen aus dem Westen in die Ukraine. Wir erreichen damit das Gegenteil. Wir ziehen den Krieg in die Länge und alles wird noch schlimmer. Wie viele Menschen müssen noch sterben? Wie viel? Und das ist einfach eine Sache, was ich wirklich nicht in Ordnung finde und was sofort beendet werden muss. Und das schafft man nicht mit Waffen, sondern wirklich nur mit Verhandlungen. Wer sagt denn eigentlich, dass Wladimir Putin zu keinerlei Verhandlung offen ist? Hat ihn mal jemand gefragt dazu? Nein. Stattdessen werden Waffen geliefert. Ich habe mir gedacht, ich laufe doch ein bisschen weiter. Ist einfach schön hier in diesem kleinen Wald. Ja, eben, wir können keinen Krieg beenden mit Waffen. Das wäre so, wie wenn wir ein Feuer mit Öl löschen wollten. Funktioniert genauso wenig. Ja, jemand, der klar denken kann, für den ist es eigentlich offensichtlich. Aber für unsere Regierung in Deutschland ist das nicht offensichtlich. Was ich irgendwo ganz und gar nicht nachvollziehen kann. Wer meinen Kanal genauer kennt, wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich mit der deutschen Regierung selten mal einer Meinung bin. Und das hat sich mittlerweile nicht geändert. Überhaupt nicht geändert. Nein, mit den Sachen, wo ich da aus Berlin höre, wird die ganze Sache noch viel schlimmer. Ich kann wirklich nur noch eins sagen. Unsere Regierung, ja, sie sind völlig übergeschnappt. Aber völlig übergeschnappt. Wie kann man nur sowas zulassen? Ja, deutsche Waffen in einen Krieg, ja, das geht mir nicht in den Kopf rein. Und das kann ich nicht verstehen, beim besten Willen nicht. Ich meine, die meisten können das nicht verstehen. Wie sollen wir da jeweils Frieden kriegen? Mich fragt es nur, wie soll das funktionieren? Das kann gar nicht funktionieren. Eben, Problematik ist halt einfach die ganz große an der Geschichte. Wir riskieren, dass der Krieg auch zu uns kommt, hier nach Deutschland. Wir leben doch noch relativ friedlich hier. Und soll mir das ja nun alles hier riskieren? Soll mir das alles an den Zwirn binden? Ich bin dagegen. Wir können so nicht weitermachen. Jetzt heißt es, Kampfpanzer in die Ukraine, aber eben die Ukraine fordert ja noch mehr. Jetzt will er ja noch, der Selenskyj will ja noch
noch Kampfjets und alles Mögliche haben von uns. Ja, was soll das? Was soll das? Die Panzer sind noch nicht mal in der Ukraine. Schon bettelt der um Jets. Um Kampfjets. Nee. Nee. Was mir fehlen wirklich dazu die Worte. Ja, und eben momentan die Sache wegen den Kampfjets heißt es ja jetzt auch erstmal nein von unserem Olaf Scholz. Ja, bis er wieder alles vergessen hat. Und dann sagt er, daran kann ich mich nicht erinnern. Ja, eben. Alleine nur diese Sache mit den Panzern in die Ukraine. Alleine nur das könnte Deutschland wirklich das Genick brechen. Und jetzt auch noch Kampfjets in die Ukraine? Probiert es mal mit Verhandlungen. Das wäre viel sinnvoller. Unser ehemaliger Bundeskanzler, ja, der mittlerweile nicht mehr unter den Lebendigen ist, leider, Helmut Schmidt, sagte einst, lieber 10 Stunden umsonst verhandeln, als 1 Minute schießen. Ich muss sagen, doch, da hat er voll und ganz recht. Unsere jetzige Regierung sieht die Sache allerdings ganz anders und reitet uns damit wirklich ins Schlamassel. Ich verstehe es irgendwo nicht. Wir haben doch letztes Jahr die vielen Ungerechtigkeiten gehabt mit der Krise, die wir zuvor hatten. Und eben, wir hätten anhand dieser Ungerechtigkeiten eigentlich diese Sache, was jetzt läuft, schon unterbinden können. In denen, dass wir eben nicht mitgemacht hätten. Die hätten dann schon gesehen, das Volk geht auf die Barrikaden, sie machen nicht mit, sie weigern sich dagegen, sie können so nicht weitermachen, es funktioniert nicht. Dann wäre auf jeden Fall die Sache anders gekommen, mit der Sache, was jetzt mit der Ukraine ist. Das Volk hat mittlerweile überhaupt nichts mehr zu entscheiden, leider. Und ich finde, für so Sachen, so heikle Themen, da bräuchte es eigentlich, schweizerisches Vorbild, ein Volksentscheid. Ja? Und ich möchte behaupten, dass also wirklich weitaus mehr als 80% der Deutschen die Waffenlieferung in die Ukraine ablehnen. Und ich bin nur einer von vielen, die das ablehnen. Ja, leider muss ich dazu noch etwas sagen, was jetzt auch wirklich einen sehr bitteren Nachgeschmack hat für die Grünen. Ja, die Grünen, ja, die sind eigentlich groß geworden, ja, mit ihrer Manier Umweltschutz, Umweltschutz, Umweltschutz. Einerseits gut. Die Menschen wurden durch Umweltschutz von den Grünen geködert. Und nun hat ihre Partei mit Umweltschutz rein gar nichts mehr zu tun. Die Grünen sind mittlerweile Kriegstreiber geworden. Ja, hat man leider sehen können, sehen müssen. Wie jetzt zum Beispiel Annalena Baerbock. Wie konnte die in Brüssel auf Englisch verkünden, wir sind mit Russland im Krieg. Wie kann die das nur machen? Ist die nicht mehr ganz dicht? In meinen Augen ist Annalena Baerbock die letzte Malschsker, die überhaupt rumläuft und hat in der Politik rein gar nichts zu suchen. Ich habe schon immer gezweifelt daran, dass diese Frau überhaupt in die Politik gehört. Ich habe schon immer daran gezweifelt, aber das war nun der absolute Beweis dafür. Also ehrlich gesagt, wenn man mich fragt,
es muss ein Wechsel her. Es muss ein Wechsel her. Anders geht's nicht mehr. Alleine nur das, was sie in der C-Politik kaputt gemacht haben, das wäre eigentlich schon genug gewesen. Und zu der Zeit hätten wir doch die größte Chance gehabt, einen Wechsel zu erzwingen. Haben wir aber nicht, diese Chance hat aber niemand genutzt. Traurig aber war, zu der Zeit wäre es noch eine Möglichkeit gewesen. Zu der Zeit haben wir noch eine Option gehabt. Ja. Und jetzt stehen wir da. Können nur noch Ja und Amen sagen. Zu allem, was die Herren da entscheiden. Einfach nur noch traurig. Einige Worte werde ich in diesem Video gar nicht mehr in Deutsch aussprechen, weil es einfach, sonst eine zu heftige Sache wäre. Aber gerecht ist es. Deswegen eine Fremdsprache und ich sage euch nicht, welche Sprache das ist. Ja, also ich bin schon ein paar Mal hier in diesem Wald unterwegs gewesen und habe aber bis jetzt noch nie diesen Engel aus Drahtgeflecht hinter mir bemerkt. Der sieht ja mal wirklich toll aus und irgendwie, na, der muss schon so lang hier stehen, aber war immer komplett eingewaldet, verwaltet. Jetzt wurde neulich mal hier ein bisschen aufgeräumt und ach ja, eigentlich ist das hier auch gar kein Wald, sondern ein stillgelegtes Stück von einem Stadtpark. Wird halt nicht mehr bewirtschaftet, wird halt nicht mehr großartig sauber gemacht, wird alles sehr, sehr natürlich gehalten und ist eigentlich gar kein richtiger Wald mehr. Ja, hier wächst auch sehr viel Eibe, muss ich euch sagen, was eigentlich in der freien Natur es gar nicht mehr so gibt. Deswegen, weil es ein ehemaliger Park war, deswegen, ja, eben sind auch noch solche Skulpturen immer wieder mal hier untergebracht. Und auch solche Sitzbänke und so, eigentlich ganz toll. Sehr naturbelassen auf jeden Fall. Ja, hier sieht man ihn. Der war so verwaltet und so verkrautet, der wurde jetzt erst neulich freigeschnitten. Wahrscheinlich von unserer Stadtgärtnerei. Ja, der ist mir noch nie aufgefallen. Ich war schon so oft hier in diesem kleinen Wald. Auf jeden Fall schaut ganz gut aus. Ja, also was hier in diesem Land momentan so passiert, ich möchte ganz steif und fest behaupten, das wäre unter der Regierung von Helmut Schmidt sicherlich nicht gelaufen. Ja, eben, traurig aber wahr. Eben wie gesagt, es war ein super Bundeskanzler, wenn nicht sogar der beste, den wir jeweils hatten. Nur leider, ja, ist er schon so lange nicht mehr an der Macht. Ja, da war ich noch in den Kinderschuhen. Und seitdem das die Ära vom Helmut Schmidt vorbei ist, seitdem befindet sich Deutschland eigentlich einfach nur noch auf einen Weg. Abwärts. Abwärts, abwärts, abwärts. Ja, mich fragt es nur, wohin soll das noch führen? Wohin soll das noch führen? Und jetzt die Sache mit dem Krieg der in der Ukraine, diese ständige Einmischung von uns. Was geht uns dieses Land an? Was geht uns dieses Land an? Lassen wir es in Ruhe und sorgen vielleicht dafür, für Verhandlungen, für Friedensgespräche. Ja? Hilfe sozusagen ohne Waffen, ganz ohne Waffen, das wäre viel, viel sinnvoller, anstatt so einen Krieg künstlich am Leben zu halten. Was ich da so sage, das ist eigentlich für niemanden was Neues. Und alle wissen es eigentlich. Aber keiner tut was. Keiner macht was. Dieser Olaf, der momentan an der Macht ist, Olaf Scholz. Ja, eben. Ich kann es nicht kapieren. Ich kann es nicht kapieren, was der für Sachen macht. Und wenn er ertappt wird beim Lügen, daran kann ich mich nicht erinnern.
Das hätte eigentlich schon damals ja reichen müssen, um ihn abzusägen. Ja, ja, eben lässt du diesen, so wie es ausschaut, steuert unser Land, regiert von dieser Fehlpolitik, kann ich nicht anders sagen, was da momentan, was es momentan ist, außer eine Fehlpolitik auf einen Krieg hinaus. Ja, wobei ich garantiert nicht mitmache. Viele wissen es über mich nicht, aber ich bin ein Kriegsdienstverweigerer und habe schon ja, die Wehrpflicht damals verweigert und ehrlich gesagt, darauf bin ich sogar stolz. Ja. Was viele als Schweinerei ansehen, ja, ich sehe es gar nicht als Schweinerei, ich bin sogar noch stolz drauf. Ich habe von diesen ganzen Sachen noch nie was gehalten und ich hoffe, dass es das auch nie braucht. Und bei so einem Krieg, der momentan angezettelt wird, an so einem Weltkrieg, der da angezettelt wird, möchte ich mich nicht beteiligen. Da habe ich keine Lust drauf, weil ich habe das nicht entschieden. Das wollte ich nicht. Ich bin voll und ganz dagegen, gegen diesen Kurs, den unsere Politik momentan führt, momentan geht. Ich mache bei dieser ganzen Scheiße nicht mit. Ja, sind wir nun hier ans Ende von diesem Video gelangt. Und eben, Freunde, betet für den Frieden. Und lasst es endlich über Berlin Hirn regnen. Und ich hoffe, dass ihr Politiker dann ganz schnell die Schädeldecke hochklappt. Aber ganz schnell. Denn mit der Sache, was ihr vorhabt, der Ukraine zu helfen mit Waffen, da seid ihr auf dem Holzweg. Das funktioniert so nicht. Gewalt produziert immer Gegengewalt. Und das kann es nicht sein. Ja, eben, es gibt so viel Sorgen und Nöte auf diesem Planet. Auch das, was momentan in der Türkei und in Syrien passiert ist. Warum hilft man diesen Menschen nicht? Man hilft ihnen schon. Man könnte doch viel mehr tun, indem dass man diese Sache mit diesen Waffen an die Ukraine einfach bleiben lässt und einfach geballte Hilfe dorthin, in die Türkei, nach Syrien. Das sind momentan richtig arme Schweine. Natürlich, die Menschen in der Ukraine auch, mag sein. Aber dort können wir nicht mit Waffen helfen. Ja, Freunde, also macht's gut. Betet für den Frieden und bis bald mal wieder. Ciao.